Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Zapunzels Orakel. Ich muss mich bei euren Ohren entschuldigen. Gestern dieses Ding, was ich da rausgehauen habe, habe ich durch ein Programm laufen lassen, das ich früher nie benutzt habe. Und ich habe den Button Soundoptimierung benutzt, habe aber nicht gecheckt und kontrolliert, ob da wirklich der Sound optimiert worden ist. Ja, man hat das Mischen der Karten nicht mehr gehört, aber ich fand die Stimme so dermaßen verzerrt und auch vom Klang ganz anders, dass ich mich kaum selber wiedererkennen konnte. Da habe ich gedacht, wir lassen das mal sein mit dem Verschlimmbessern. Es ist, wie es ist. Wenn es gefällt, über den freue ich mich. Ja, und die Perfekten, die finden wir dann woanders wieder. Wir gucken heute ebenfalls nochmal auf die nächsten 24 Stunden. Es tut sich gerade einiges. Wir hatten gestern über Aachen Polarlichter. Und ihr wisst es wahrscheinlich. Und für die es nicht wissen, den kann ich es ja mal erzählen. Also erstens ist, glaube ich, heute am 11. ein Portaltag. Das kann ich aber jetzt nicht beschwören. Ich meine, das hätte ich vor vergangenen Zeiten mal gelesen. Und zweitens sind gestern diese Sunflares wieder in Richtung Erde geflogen und wir sind mittlerweile fast vor G5. Ich glaube, wir sind bei G4. Das sind diese geomagnetischen Dingenswellen. Ich bin kein Physiker und deshalb kann ich euch das nur stümperhaft erzählen. Aber auf jeden Fall kommt jetzt mal wieder ordentlich energetisch was auf die Erde herniedergeprasselt. Das Schöne daran, also viele reden auch davon, dass Mobilnetze ausfallen können oder es irgendwo zu einem Blackout kommt, weil das Stromnetz zusammenfällt oder. Das muss aber eben auch nicht sein. Ich habe nur gelesen, dass die Stärke so das letzte Mal 1859 gemessen worden ist, aber wie gesagt, alles ohne Gewehr. Kommt zum Punkt, Susanne. Wer Glück hat, der kann heute Abend auch noch mal rausgehen und sieht da wunderschönes Himmelleuchten. Polarlichter wollte ich immer schon mal sehen und vielleicht habe ich das Glück, dass heute welche sichtbar sind. Und wenn es so ist, dann werde ich das natürlich auch teilen mit euch. Wir schauen aber jetzt trotzdem auf die Liebe. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich bin heute dabei, mich so zu verzetteln. Es geht von da nach da nach da, dass so einiges in Bewegung ist im Seelenpartnerprozess. In die eine oder in die andere Richtung. Aber auf jeden Fall, es kommt wieder Bewegung rein nach Zeiten der Stille, wie das ja immer so ist. Und ich wüsste jetzt gerne mal, was hat er für ein Bild von dir? Der denkt, du bist überirdisch. Du hast irgendwelche Fähigkeiten, wo er denkt, wie kann die das? Wie macht sie das? Da hat er dich auch lange unterschätzt. Er weiß aber vor allen Dingen auch, dass eure Verbindung überirdisch ist, dass dieses Band schon länger existiert als nur seit dieser Inkarnation. Und er unterhält sich auch häufig auf telepathische Art und Weise mit dir. Ich soll jetzt sagen, der stellt dich auch über das Irdische. Das wäre aber jetzt eine Sache, weil das hat er so noch nie getan. Das Irdische war ihm ja immer wichtiger. Dann gucken wir mal, was ich noch so zu erzählen habe im Verlauf der Legung. Wie siehst du ihn gerade? Und daran kannst du vielleicht auch festmachen, ob es deine Legung werden kann oder nicht. Wie siehst du ihn? Machst ja einfach kein Bild. Du lässt ihn sein, wie er gerade ist, und damit ist gut gewesen. Und das ist für mich jetzt so, dass ich einfach dann ihn nochmal beschreibe und einfach mal gucke, wie die Tendenzen denn sind. Was hat er denn gerade so im Köpfchen? Manche sind da noch mal bei, sich ihre Schattenseiten anzugucken, gehen da auch noch mal unter Umständen durch dunkle Nächte. Da kommt immer darauf an, wie gut die Vorarbeit schon gewesen ist.
Du arbeitest an einem Thema und dann ist es ja immer so, dass dann Menschen in dein Feld kommen, die dich noch mal genau mit der Nase auf dieses Thema stoßen und dann kannst du für dich überprüfen, macht es noch was mit mir oder bin ich geheilt? Und genau durch so eine Prüfung läuft er gerade auch. Bei manchen ist er aber auch gestern noch mal mit der Nase genau da drauf gedrückt worden. Und ja, jetzt hat er natürlich die Möglichkeit, da in der Dunkelheit sitzen zu bleiben oder sich dafür zu entscheiden, wieder zurück in Richtung Licht zu krabbeln. Hat er ein Thema, das ihm gerade besonders wichtig ist? Hat sich auf die Reise gemacht. Er hat sich schon lange auf die Reise gemacht. Und seit dem Neumond ganz besonders. Er steht da noch nicht kerzengerade. Er hat noch einen Stab dabei, an dem er sich festhalten muss. Jetzt sehen wir das nicht zweideutig. Ich meine das, ne? So ein bisschen so eine Krücke braucht er noch. Er steht da auch noch so ein bisschen wie ein Fragezeichen. Kann auch sein, er möchte sich auf die Reise in deine Richtung machen. Entweder real oder halt botschaftenmäßig. Und er weiß noch nicht so ganz genau, wie stelle ich das an. So ganz geradeaus kommt er wahrscheinlich nicht. Vielleicht eher mit irgendeinem komischen Vorwand, weil ohne Rätselraten, dann wäre es ja kein Otto. Der möchte aufbrechen. Und hat schon im Kopf, er möchte das Überirdische über das Irdische stellen. Wie soll ich das jetzt sagen? Dass eure Verbindung mehr wert ist als alles Irdische, in das er früher seine Energie gestopft hat. Zumindest setzt er sich damit schon mal auseinander. Jetzt fliegt das Überirdische mit dieser Karte zwar mal kurz eine Etage tiefer, aber das hier ist wirklich überirdisch, denn die Guidance ist rausgeflogen. Das, was die Karten sagen, ist überirdisch und irgendwo steht das hier miteinander in Zusammenhang. Vielleicht legt er sich auch selbst die Karten oder hat es gelernt. Vielleicht bekommt er dadurch auch ein paar Hinweise. Manche Menschen können für sich selbst die Karten legen. Ich kann es nicht. Auch wenn ich ab und zu schon mal so ein paar Inspirationen durch die Karten bekomme. Ich muss das irgendwie anders channeln, was zu tun ist und was meine Intuition von mir will. Aber manche Menschen können das ja. Und vielleicht kann er es ja auch. Ich hätte noch gerne eine zweite Karte aus dem Wicca-Deck. Ja, der kommt in seine Stabilität zurück. Und seine Leidenschaft kommt wieder an die Oberfläche, auch seine Leidenschaft für dich. Was haben wir noch? Aber er ist auch oft K.O. und erschöpft. Und dann bedeutet das, wenn er erschöpft ist, dann heißt das, dass seine Schöpferkraft gerade erschöpft ist. Ja klar, es gibt nichts weiter zu tun. Gönne dir eine Pause, ruhe dich aus, bis deine Schöpferkraft zurückkehrt. Wenn du viel energetisch arbeitest, wenn du viel an dir selber arbeitest, dann ist auch einfach wichtig, sich Zeiten zu gönnen, wo du dich ausruhen kannst, da die Ottos häufig Extremstlinge sind, die irgendwo mit dem Mars halten, ihre Schwierigkeiten haben. Die gehen dann eine ganze Weile über ihre Grenzen und dann liegen ja auch mal 2, 3 Tage im Bett und schlafen rund um die Uhr. Beziehst dann nicht auf dich, dann ist es eben einfach so. Aber auch so ein Otto hat auf dieser Reise einiges gelernt und du darfst ihm schon was zutrauen. Allerdings, ne, es ist in jeder Geschichte auch ein kleines bisschen unterschiedlich. Das ist halt eben eine allgemeine Legung. Und du nimmst nur das für dich mit, was sich wirklich schlüssig für dich anfühlt. Er hat ja auch was zu sagen. Und zwar, er hat was rausgefunden oder einen Geistesblitz gehabt. Da kaut er jetzt drauf rum. Auf was bezieht sich das? Was denn?
dass er deine Liebe nicht an die Seite drücken kann, wie er das sonst immer gemacht hatte, wenn es unkomfortabel wurde, dass du komplett anders bist, als seine Familie ihm Liebe vorgespielt hat. Und er weiß, dass Gespräche anstehen und er weiß auch, dass er respektvoller mit dir umgehen darf. Und er bereut sein Verhalten der letzten Wochen und hat aber noch damit zu kämpfen, dass er manchmal denkt, du hättest jemand anders verdient, er hättest jemand Besseren verdient, weil er einfach seine Macken und Kanten auch kennt. Und jetzt würde ich sagen, mache ich eine kleine Neunerlegung und dann gucken wir mal, was denn das alles mit ihm veranstaltet. Ich mal die nochmal durch, weil ich habe eben eine private Legung gemacht, die war so schön anzusehen, aber schau ja jetzt für alle und dann soll es ja auch ein Bild sein, was für die meisten dann zutrifft und in seinen Gedanken zeigt sich hier, dass er in einem Heilungsprozess ist. Das ist auch das Thema für die morgendliche Legung. Manche planen einen Ortswechsel. Manche setzen die Möbel auch nur in ihrem Kopf um und stellen halt fest, dass sie in der letzten Zeit gut daran gearbeitet haben, einen gemeinsamen in Schutt und Asche zu treten. Weil dieses gemeinsam sich aber auch so fremd angefühlt hat, wo er nicht wusste, wie damit umgehen. Mittlerweile sieht das aber anders aus. Er weiß, er ist kurz vorm Ziel, weil ihm einfach viel bewusst geworden ist. Weil da viele Impulse von deiner Seite gekommen sind, über die er hat nachdenken müssen. Und auch wenn es einen Rückzug gegeben hat, sieht man hier, und dass auch immer wieder Rückzüge geben wird, weil es eben ein Stück weit auch seine Art ist und sein Naturell, kommt er doch auf dich zu, weil es ihm immer besser gelingt, die Perspektiven mal zu wechseln. Es ist ja immer nur dann jemand schmollend oder beleidigt, wenn du ihn an alten Schmerz erinnerst. Und dieser Rückzug, der findet ja dann meistens nur, ne, weil du da nichts mit zu tun haben willst, weil du dich distanzierst, weil du den anderen bestrafst durch deine Abwesenheit oder. Sowas kommt ja in Gedanken dann schon mal in menschlichen Köpfen zustande. Wenn er sich aber zurückzieht, tut er es nicht, um dir damit eins auszuwischen, sondern in erster Linie, um sich zu stabilisieren und um die Perspektive mal zu wechseln. Und das ist gar keine schlechte Sache, wenn man es so bedenkt. Aber man bezieht ja gerne immer erstmal alles auf sich selber. Ich glaube, wir dürfen auch schon mal lernen, ne, dass wir zwar die wichtigsten Menschen für uns in unserem Leben sind, aber man muss sich auch nicht immer zu wichtig nehmen. Denn manchmal sind die Dinge komplett anders, als sie im ersten Moment scheinen. Zumindest solange man noch triggerbar ist. Und jetzt zeigt sich in den nächsten 24 Stunden in was. Ein bisschen Gymnastik, nutzt die Natur zum Auftanken. Jo, ich kriege auch gleich Wandergesellschaft. Das war gar nicht so geplant, aber warum nicht? Ich renne so viel alleine durch die Gegend. Dann ist das auch mal schön, in Gemeinschaft ein paar Meter zu laufen. Und für euch ist jetzt hier in den nächsten 24 Stunden wichtig, mal den Fokus auf das Miteinander statt auf das Gegeneinander zu richten. Das ist immer so einfach, was zu finden, was an dem anderen schräg ist, komisch ist, nicht in Ordnung ist. Versetzt sich in seine Lage, verstehst die Dinge vielleicht besser, aber vergisst natürlich auch nicht deine Lage. In den nächsten 24 Stunden kann es sein, dass nochmal eine Sehnsucht in dir hochkommt und da auch nochmal so ein bisschen ein paar Ängste an die Oberfläche geschwemmt werden. Die Natur hilft dir und es ist hier die wahre Liebe, die sich gerade in einer Transformationsphase befindet. Und
Der eine braucht den Rückzug, um zu wachsen, und der andere braucht den Austausch, um die Inspiration zu bekommen und zu wachsen. Der eine so, der andere anders. Da gibt es auch kein richtig oder falsch. Er kündigt das nicht an. Würde er das tun, könnten die meisten das ja viel, viel besser verstehen. Aber dadurch, dass er einfach schwuppsdiwupps weg ist, kommen die Fragezeichen an die Oberfläche. Und genauso soll das sein. Gehört also zum Prozess. Gibt es denn jetzt hier noch einen Tipp in deine Richtung für alle, für die es so ist? Ich weiß auch, dass viele gerade in einer richtig, richtig tollen Energie unterwegs sind. Tipp in deine Richtung. Ja, wenn du dich noch getriggert fühlst hier von deinem Schnuckiputzi, dann schau dir das Thema Ablehnung nochmal an, wie das gewesen ist in deiner Kindheit, im Freundeskreis, in früheren Partnerschaften. Wer hat dich abgelehnt, und verlier die Angst, bei Ablehnung zu sterben. Und diese Angst sind schon viele dabei zu verlieren. Als Geschenk schickt dir das Universum Menschen, die zu dir passen, weil sie dein wahres Selbst sehen, erkennen und fühlen. So. Wie immer geht ein Steinchen mit. Für dich oder für den Lotto, für dich, wenn du gerade durch schwere Zeiten gehst. Und da haben wir den Lemurienquarz, das ist der Rosenquarz, glaube ich. Ja, da geht es darum, ein bisschen mehr wieder ins Herz zu springen. Ich weiß nicht, ob es der Rosenquarz ist, Lemurienquarz. Da habe ich noch nichts von gehört. Aber ich denke, da tut der Rosenquarz auch seine Dienste. Für all die, die wieder ein bisschen mehr ins Herz gehen dürfen und den Kopf zur Ruhe bringen. Und da ist, ne, auf der männlichen Seite ja nun meistens die Kirmes an. Wie es bei dir aussieht, weißt du selber. Aber in den allgemeinen Readings sind die Seiten ja auch schon mal gerne vertauscht. Ich hätte noch gerne eine Zahlenkombi, die uns irgendwas zum Ausdruck bringt für die nächsten 24 Stunden. Und das reicht. Das ist mal wieder die 8. Ich lege sie mal so rum oder so rum. Dann ist die andere liegend. Es ist alles im Fluss. Es ist alles im Fluss. Ihr seid hier ein ewiges Paar und es läuft auch alles nach Plan. Und wenn du den festen Glauben hast, ihr könnt euch nicht verlieren, dann gehst du ein bisschen gelassener damit um. Aber trotzdem kommt ja ab und zu schon mal so ein Gedanke wie, das Leben, dieses Leben ist aber endlich und ich möchte in diesem Leben diese Partnerschaft genießen können und nicht nur auf 5D. Dann bleibe im Vertrauen, dass es genauso kommen wird, denn es ist alles im Fluss. Und es gelingt alles so, wie es gelingen soll. Und das Universum ist weiser als wir. Und darauf sollten wir immer vertrauen. Ich lasse es so stehen. Danke für deine Zeit und bis dann.